Themen heute. Jungpolitiker gegen Rechts, Projekt Himmel und Erde und der Rosenkavalier überwiegt 25 rote Rosen. Damit wären wir aber auch schon bei unseren heutigen Nachrichten. Rechte Aktivisten hätten bei der jungen Messe in der Tribüne antidemokratische und ausländerfeindliche Flyer verteilt und am Bahnhof Norderstedt Mitte ein Plakat aufgehängt. Das teilten Jusos und Junge Union Noah 4 in einem gemeinsamen Schreiben mit. Die rechtsorientierte Gruppe, die sich Tag der deutschen Zukunft TDDZ nennt, hat die Aktion im Internet veröffentlicht. Dort schreibt sie, mit einer größeren Truppe aufgeteilt in mehrere unauffällige Kleingrüppchen begaben wir uns am Vormittag in die Messe hinein. Das Ziel war nicht, mit großem Getöse für Aufsehen zu sorgen, sondern im Stil der geräuschlosen Propaganda die gesamte Szenerie mit TDDZ-Propaganda zu infiltrieren. Die Jusos sowie die Junge Union sind schockiert und besorgt über diese Aktion. Die Junge Messe soll ein neutrales und offen gestaltetes Plenum für Jugendliche und Schulabgänger sein. Da könne es nicht toleriert werden, wenn eine radikal eingestellte Organisation dieses Forum missbrauchen will. Jusos und Junge Union fordern mehr Präventionsarbeit in Schulen und Jugendzentren. Für rechte Parolen, so die beiden Parteien, sei in Norderstedt kein Platz.